Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Superfatih und wir spielen zusammen Far Cry 6. Ja, die nächste Mission wartet auf uns dort am Wasserturm. Aber das Blöde ist, ich habe hier nämlich noch, wollte ich nämlich auf diesen Berg hier klettern, um dann mit einem Fallschirm runterzuspringen, damit ich es nicht so weit habe. Hab allerdings auf der Minimap wieder eine kleine Kiste gesehen, die wir natürlich mitnehmen. Und darum dachte ich, starten wir von hier. So, Waffen will ich noch einmal gucken. Primärwaffe 1, das ist mein Scharfschützengewehr. Einzigartig. Das ist ein bisschen stärker. Ey, das sieht ja geil aus. Ey, den nehme ich mal mit. Da kommt dieser hier dran. Ey, das sieht ja geil aus. Okay, die Sachen können wir nicht ändern, weil das eine einzigartige Waffe ist. Habe ich den jetzt ausgerüstet? Nö. Aufrüsten. Zack. Nehmen wir mal. Primärwaffe 2. Was haben wir da denn? Oh, der ist auch geil. Eine 50er. Blitzgewehr. Viva Livadat. Was ist das denn für eine? Oh, die sieht ja auch geil aus, ne? Aber die können wir wieder nicht ändern, ne? Naja, dann lassen wir das mal. Das hier. Krokodiljäger-Anpassung. Was ist das? Standardmunition. Panzerbrechend. Und weich. Geschwindigkeit, Schaden. Das ist besser der Allrounder, ne? Was nehme ich denn? Warte mal, auf dieser muss dann, glaube ich. Was habe ich hier drauf? Das ist 3, ne? 3. Ja, jetzt bin ich durcheinander. Ich muss zur Waffe 2. Ach, das ist diese hier. Okay, da habe ich Panzerbrechende drauf. Dann mache ich hier auch Panzerbrechende drauf. So, auswählen. Was haben wir hier? Ein Schalldämpfer. Oh, wir können sogar schon den nächsten. Der Rückstoß wird reduziert. Ne, nehmen wir diesen hier. Alles klar, Optik. Dreimal, zweimal. Weiß ich jetzt gar nicht, was ich nehmen soll. Kostet allerdings Schießpulver, ne? Kurzstreckenvisier. Was haben wir hier denn noch? Fünfmal Optik. Okay. Komm her. Ich nehme erstmal das hier. Dann haben wir diesen hier als mittellange Waffe. Und das lassen wir erstmal ab. So, Mods. Was können wir da machen? Du bewegst dich schneller beim Zielen. Der erste Schuss nach dem Nachladen fügt mehr Schaden zu. Der Waffenschaden gegen Gegner unter dir erhöht sich. Ja, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Weil da sind eigentlich alle Gegner von mir unter mir, wenn es dann geht. So. Das ist Kacke. Die Geschwindigkeit von Zielen. Ne, vom Zielen und Wegstecken wird erhöht, das brauche ich auch nicht. Der Waffenschaden mit gezielten Schüssen erhöht sich. Das können wir eigentlich auch machen. Okay, machen wir das hier. Und ich will noch ein Magazin, wird vergrößert, brauchen wir nicht. Der Waffenschaden durch Körpertreffer wird erhöht, brauchen wir nicht. Dann, du hältst zusätzlich super Premo-Ladung. Machen wir nachladen. Nee, dann würde ich sagen, dass wir das hier nehmen. Das passt, glaube ich, besser zu mir. Okay, diesen hatte ich jetzt leer. Ja, genau, diesen hatte ich leer. Da brauchen wir nichts. Dann rüsten wir die mal aus. Gut, gehen wir noch eben schnell zur Waffe 3. Waffe 3 habe ich ein was Starkes. Was haben wir hier denn? Geschwindigkeit und Schaden. Eine Pumpe, nehme ich mal eine Pumpe mit. Was ist das denn? Das ist ein Doppelläufer. Und das ist ein
M133. Ich glaube, da lasse ich den. Und hier habe ich auch schon wieder neue Sachen. Guckt euch das an. Aber. Okay, Schaden ist ein bisschen geringer hier. Geschwindigkeit ist geringer. Aber Genauigkeit, aber das ist so wenig. Ist das der Fall, ne? Oh, das ist, glaube ich, die von diesen einen Far Cry 3 DLC. Okay, lassen wir das erstmal so. So, lassen wir das erstmal so. Laufen wir schon mal weiter. So, welche habe ich jetzt hier? Ah, das ist die 50er, ne? Ne, die, ach, wie heißen die nochmal? 74. 40 bis 50, ne? Den Kipplader. Okay, dann würde ich mal sagen, drücken wir mal einen Slide hier durch. Nach dort. Ja, was eine schöne Aussicht, wa? Da ist wieder ein Fahrzeug. So, wie viel Schuss haben wir? 4 Schuss haben wir nur. Das ist nicht wirklich viel. So. Das ist ein Freund. Stimmt, ich sehe gerade, wir haben auch wieder 5 Granaten. So, dann lass uns mal nämlich hier hoch. Da oben ist auch noch was zum Looten, sehe ich. Warum hast du es denn so auf den Kerl abgesehen? El Come Mierda prüft alle Tabakblätter für die Viviro-Verarbeitung. Sind die Blätter ruiniert? Ist das Krebsmedikament im Arsch? Und damit die Operation von Napoleone Pequeño. Dann steht er schlecht da vor seinem alten Onkel Anton. Da ist viel los. Wie willst du vorgehen? Wir legen Soldaten um, bis wir ihn finden. Und dann? Dann töten wir noch mehr Soldaten. Ja, das ist ein simpler Fall. Ja, mir auch. Nicht lang schnacken. Kopf und Nacken. Gut, aber. Erstmal, oh, die rennt schon wieder vor, ey. Das könnte ich. Ich könnte kotzen. Da ist eine Kiste. Oh, ich sehe dich, Scharfschütze. Oh, da ist ein Scharfschütze. Da ist ein Ingenieur. Da ist ein Scharfschütze. Okay, hier ist ein Scharfschütze. Da ist ein Scharfschütze. Ist ja alles voll. Hier oben auch jemand drauf? Nein. Okay. Okay, dann lass uns mal vor, wa? Dann lass uns mal meine neue Waffe hier ausprobieren, wa? Okay, der macht schon mal Headies. Das ist schon mal gut. Also. Jetzt müssen wir langsam nach vor. Und immer die Minimap im Auge behalten. Okay, das war ein super Schuss. Das war ein geiler Schuss. Okay, was haben wir hier? Ach, das Material. Das nehmen wir natürlich mit, ne? So. Und wo ist sie jetzt schon wieder? Achso, die wollte ich gerade ausschimpfen. Gut, wo hatte ich denn den anderen? Da hinten habe ich noch einen. Okay. Und ein Ingenieur war da, ne? Ob wir da nochmal hochlaufen müssen?
Okay. Ach, da ist er. Oh, das war knapp. Oh Gott, da hinten ist auch einer. Okay, dann würde ich aber erstmal sagen, gehen wir erstmal hier hoch. Dann können wir mal wieder ein bisschen gucken. Hier haben wir noch Stuff. Ja, hier wird gerade gebaut. Munition haben wir voll. Okay, gucken wir nochmal vernünftig. Mit Kamera kann man besser gucken. Weil... Oh, da ist ein Gepanzerter. Da ist ein Hubschrauber. Ja, weil... Dann sieht man die einfach besser, ne? Okay, dann lass uns mal wieder vor. Ja, gut, dass ich hier noch hochgelaufen bin. Hier ist nämlich noch einiges an Stuff. Da muss ich auch noch hin. Da war ich. Okay. Okay, den könnten wir nicht platt machen. Bleib doch im Stehen, Junge. So, und diesen hier. Oh, das war auch wieder scheiße. Okay, ist er runtergefallen? Nein. Hat er Verdacht geschafft? Nein. Da ist auch noch einer. Gut. Okay. Okay, das müssten wir eigentlich kaputt machen. Und da vorne war einer. Den können wir eigentlich auch kaputt schießen. Okay. Keine Verstärkung mehr. Keine Verstärkung mehr. Aber da ist noch was. Den dürfen wir aber noch nicht kaputt machen. Dann gehen wir hier noch schnell hin und holen unseren Stuff ab. Munition. Oh, da ist auch noch einer, Imo. Kurzer Prozess. Okay, da haben wir ein Schriftstück gehabt. Oh, was buddeln die hier denn? Oh, da müssen wir holen wir uns erstmal Informationen. Ja, holen wir uns erstmal Informationen. Hey, hier lang. Und, was hast du? Wenn jemand rausfindet, dass ich das war, bin ich tot. Die Vorräte okay. sind da, aber behalt das für dich. Danke dir. Alles klar. Gut, jetzt gehe ich nach oben. Schießt die jetzt auf mich? Hast du sie nicht mehr alle oder was? Blödes Miststück. Haben die das mitgekriegt? Haben sie, aber das ist nicht so schlimm. Ach, der ist hinter so einem scheiß Baum, oder was ist das? So, den haben wir auch. Noch schnell einsammeln, was geht. Oh, das war knapp. Das war knapp. So, dreh dich um. Und ein Heady. Ich glaube, so würde ich das sehen. Kurz und schmerzlos. Adios, Verstärkung. So.
Das ist... Und da muss ich rein? Alles klar. Worauf wartest du denn? So, hier haben wir einmal ein Sammlerstück. Wir sind da, wo wir hinwollen. Bleib mir vom Leib! Er schmeißt einen Monitor nach uns. Mierda ist richtig. Du siehst scheiße aus, Hermanito. Hermanito. Hermanito? Bruder. Wir waren die ganze Zeit hinter deinem Bruder her? Wer verdammt bist du? Warum hast du das nicht gesagt? Alejandro, komm. Wir gehen nach Hause. Mete pal carajo. Ale. Suéltame! Cojone! Pasa! ¿Qué lo que te pasa? Mi Schwester, wa? Was soll der Scheiß, Jandro? Ich gehe nirgendwo hin. Ich hab's dir damals gesagt und ich sag's dir jetzt. Ich glaube an Castillo. Ich glaube an Iviro und José. Er setzt die Vision um. Napoleon el Pequeño ist ein Sklaventreiber. Er ist total verrückt. Das sagt die Person, die mich entführen will. Du trägst einen anderen Namen, eine andere Uniform, aber du bist noch ein Montero. Und Papa hat immer noch eine Machete im Arsch. Und du rennst immer noch durch den Dschungel, als wärst du fünf. Außer, dass du jetzt Leute umbringst und dich, wie war das, Speer nennst? Das Schwert. Schwert. Wow, clever. Oh. Also, willst du mich jetzt abstechen? Papa ist krank. Ist mir egal. Papa hat mich längst aufgegeben und das weißt du auch. Familie ist scheiße, oder? Ja, so sagt man wohl. Ja, so sagt man. Wir sollten uns trennen. Kein Wort darüber zu Papa. Aha, jetzt soll ich Papa anlügen. Ja, dann gucken wir nochmal schnell, was jetzt zum Sammeln ist. Medizin. Eine Nachricht. Munition haben wir voll. So, was haben wir hier denn? Oh, Medizin. Alles gut? Hola. Hab mich nie dafür bedankt, dass du mir mit Jandro geholfen hast. Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Kein Ding. Wenigstens weiß ich jetzt, was wirklich Sache ist. Ich hätte befürchtet, du hilfst mir nicht, wenn du wüsstest, dass mein Bruder Soldat ist. Ein Verräter. Ja, das stimmt. Aber trotzdem Familie. Komm bald zurück ins Lager. Es gibt noch mehr Arbeit zu erledigen. Jo, rechts von uns ist noch was. Da muss ich noch einmal hin. Nehmen wir unsere neue Waffe mal. Die finde ich gar nicht so schlecht. Die ist geil. So. Was haben wir da denn? So, da sind welche. Perro. So ein Köter. Da ist einer. Da ist ein Ingenieur. Ein Ingenieur. Da ist noch einer. Einer ist da noch. Ach, hier ist er. Was ist das denn jetzt für eine Waffe? Ach, das ist die neue Scharfschützenwaffe. Oh, Heiler, nee, aber da ist kein... nee, da ist kein Dings drauf. Die kann ich noch nicht nehmen. So. 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 Und Bello auch noch eben. Mit Härchen. Fuck. Ne, das war nix. Gut, so sehe ich keinen mehr. Dann gehen wir mal runter und gucken, was wir da... Ach, ein scheiß Boot ist da jetzt gerade gekommen. Einmal eine Kiste. Und eine abgesichte 1887. Was war das für ein Geschrei hier? Ist da einer drinne? Nee, da ist gar keiner drinne. Munition,
Medikamente. Nee, da ist gar keiner drin. Hier ist noch was. So, was ist das hier denn für ein Auto? Ein Granatenwerfer und Propeller? Cool. Den nehmen wir mal mit. Wo fahren wir hin? Zum Lager. Wollen wir da mit Fahrzeug hin? Ja, wir müssen nach rechts raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das schnell. Oh Gott, oh Gott. Da war ein Feind. Oh Scheiße, ist das Ding schnell. Oh, da muss ich einmal hin. Da habe ich ein Ausrufezeichen gesehen. Du da. Ja, du. Kebola. Ich habe eine Flugabwehranlage auf deiner Karte markiert. Du weißt, was zu tun ist. Danke sehr. Jawohl, Ma'am. Flugabwehr. Habe ich so verstanden. Ich bin 5 Meter gefahren und ist schon halb kaputt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kein Fahrzeug für mich. Und was ist das für eine Kiste? Was ist das denn für eine Kiste? Okay. Achso, das ist so eine kleine. Was haben wir da denn? Nichts. Okay. Hat sich nicht gelohnt. War nichts drin? Oder ich hab's nicht gesehen. Nee, ich will das Ding benutzen. Wie geht das denn? Steuerung, F4, so. Flugmodus aktivieren. Ey, ich bin froh, dass ich das Ding fahren kann. Dann bin ich der Meinung, dass ich keinen Flugmodus aktivieren sollte. Okay, das kriegen wir aber noch irgendwo. Oh, verdammt nochmal. Das ist aber auch ein Monster von Fahrzeug. Okay, dann lass uns mal eben fahren. Wien. Oh Gott! Oh Gott, ich hab Q gedrückt! Wie kann ich denn? Wie kann ich denn höher? Höher, höher, höher! Alter! Oh Scheiße! Wie lenke ich denn? Scheiße, ist drauf! Oh, was ist das denn? Warum bin ich denn beim Raus explodiert? Das ist ja scheiße. Und wo fange ich jetzt wieder an? Ja, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wie muss man das Ding lenken? Gibt's ja gar nicht. Habe ich den denn schon fertig jetzt? Okay. Vorsicht, Danny. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Den Ingenieur ist nichts zu schwören. So, einmal auf dem Map gucken. Nee, das habe ich. Okay, das ist die Flugabwehrkanone, die sie uns gesagt hat. Ja, dann gehen wir jetzt. Achso, hier kann ich nicht. Ich kann nicht Schnellreise, weil ich in einem Zielgebiet bin. Genau, okay. Dann können wir das jetzt, dann teleportieren wir uns dahin. Alles klar. Ein neuer Guerriero. Nee, so neu ist er gar nicht. Da ist Papi. Weißt du was? Ich mach mal so ein kleines Ding hier noch. Vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Aber auf jeden Fall kann man hier noch was machen. Streicheln. Okay. So, wer ist ein guter Junge? Philips. Lauschiger Freund freut sich auf ein fantastisches Festmahl. Sieh einer diesen perfekten kleinen Wurst an. Ich muss ein köstliches Leckerei finden, eine Mahlzeit für diesen Hundeprinzen an seinen besonderen Tag. Okay, dann machen wir das auch mal.
Das ist eine kleine. Ich spreche kein Hundisch, amigo. Das kommt von dem Gift, mit dem wir die Blätter besprühen. Hundisch. Weißt du, was wir tun? Okay, was haben wir hier? Darf nicht hungrig werden. Okay. Krokodilfleisch, schwarze Bohnen und Rosenwasser. Rosenwasser. Naja. Gomekle. Bestimmt immer Hunger, was? Vielleicht magst du mich, so, wenn ich dir was Leckeres mitbringe. Ich bin zu jung zum Sterben. Was haben wir denn jetzt? So, Karte öffnen. Aber. Ach so, hier. Da muss ich jetzt erstmal hin. Okay, das machen wir doch im Schnell. Der kleine Junge, Süße. Der kriegt ja von uns jetzt ein Leckerchen. Okay, in diese Richtung habe ich markiert, ist hinter uns. Alles klar. Dann rennen wir mal los. Okay, hier ist noch keiner. Immer so ein bisschen aufpassen, weil. Besser, ich laufe hier nur blöd rum und du willst mich ja töten. So, da haben wir doch schon mal ein paar Viecher. So, dann lass mich nochmal kurz überlegen. Wie war. Okay, 2 Schuss brauchen die. Schuss. Ja, natürlich wieder runtergefallen. So. Immer schön rechts und links gucken, ob da so ein Viech antrabt. Oh Gott. Ja, die sind so schnell, ne? So, den haben wir. Oh Gott, hier sind ja noch mehr. Ah, verdammtes Biest. Boah, das war knapp. Aber bei diesem Krokofleisch würde Chorizo ausrasten. Ja, den anderen will ich aber auch noch nehmen. Hey, Fili, ich habe Chorizo Krokofleisch besorgt. Er wird es lieben. Ist Chorizo nicht ein bisschen klein, um Geschmack an Krokofleisch gefunden zu haben? Das ist eine krasse Geschichte, Held. Carlos hatte Babykrokodile. Chorizo hat einen von ihnen unter seine Fittiche genommen wie ein stolzer Papa. Sie haben zusammen gespielt, gefressen, wie eine Familie. Und dann, eines Tages, sehe ich, dass ihm ein kleines Baby-Krokoschwänzchen aus dem Maul ragt. Scheiße, Alter. Gornio. Smack gefunden. Ja, wenn Chorizo Hunger hat, ist er ein echt räudiger Kollege. Räudiger Kollege, sagt er. Hier ist er. So, den habe ich noch gesucht. Gehen wir mal zurück. Du bist neu hier. Ja, halt, wir müssen hier hin. Bitte sehr. So hart musst du nie für die Liebe eines Hundes arbeiten. Aber du verdienst das, Perrito. Das sollte reichen, damit wir Amigos werden, oder? Amigos. Ja gut, ich würde aber sagen, sind wir schon wieder beim Ende der Folge angelangt. Ja, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt ein bisschen in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.